Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruckten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Herzlich willkommen zu Metro Last Light. Bald erscheint ja die Remastered-Version von Metro Last Light und Metro 33, glaube ich, war es. Und Metro Last Light habe ich jetzt schon ewig auf meiner PlayStation-Festplatte, da das damals im PlayStation Plus war. Nun, mir wurde zwar gesagt, man sollte den Vorgänger schon gespielt haben, um Metro Last Light verstehen zu können. Ich lasse es jetzt trotzdem mal drauf ankommen und werde mit euch gemeinsam Metro Last Light blind spielen. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir diese Remastered-Version holen soll. Und ich denke mal, wenn ich dieses Spiel einfach mal spiele, wird mir das die Entscheidung etwas leichter machen. So, wir drücken mal fortfahren. Noch dazu habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Lust auf dieses Spiel, das jetzt einfach mal zu spielen. Deswegen machen wir das jetzt auch. Untertitel. Oh, kann ich die Dialoge auf Englisch stellen? Ah, das ist immer so eine Sache. Ich spiele halt die Spiele echt gerne auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Das hatte ich ja bei Watch Dogs auch gemacht. Ich hoffe, euch stört es nicht zu sehr. Ich bin... Französisch. Nein, lieber nicht. Ich glaube, da müsste ich zu sehr lachen, weil die französische Sprache... Ich mag sie zwar sehr gerne, aber manchmal einfach echt sehr lustig klingt. So, Fadenkreuz, ja, Untertitel, ja, Hinweise, ja. Ich mache jetzt die Sprache für Dialoge auf Englisch und Sprache für Text Deutsch. Man kann es ja immer wieder zurückstellen, hoffe ich zumindest. Vibration. Niedrig. Empfindlichkeit. Ja, das muss ich.
Das muss ich im Spiel dann umstellen. Also Call of Duty spiele ich ja fast auf der höchsten Empfindlichkeit. Deswegen muss ich jetzt bei jedem Shooter gucken, wie das Ganze aussieht, wie dort die Empfindlichkeit ist, und muss dann das Ganze für mich perfekt einstellen. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Originalmodus, empfohlen für Metro-Neulinge. Wenn dies das erste Mal ist, dass du Metro Last Light spielst, empfehlen wir dir, den Originalmodus auszuwählen. Hat Benutzeroberfläche und Hinweise sind während des Spielens aktiviert und Munition ist reichlich vorhanden, so dass es nicht unbedingt notwendig ist, sich an Gegner heranzuschleichen, um Erfolg im Kampf zu haben. Okay. Ranger-Modus. Du hast den Ranger-Modus nicht installiert. Ja, dann bleibt uns ja nur der Originalmodus. Okay, einfach. Empfohlen für Ego-Shooter-Anfänger. Ja gut, das bin ich jetzt nun nicht mehr. Für regelmäßige Ego-Shooter-Spieler. Hardcore. Jede Begegnung mit dem Feind ist eine ernsthafte Herausforderung deiner Fähigkeiten und Taktiken. Gut. Ich denke mal, wir starten mit normal. Da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Das lasse ich so. The Dark Ones came much later. From the Garden's direction. The Dark Ones, huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures, creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That's all lies. Truth is even scarier. Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. What the? What happened? Shit! Okay, das ist definitiv zu langsam. Halt so. Jetzt muss ich halt hier ein bisschen rumprobieren, das tut mir furchtbar leid. What's going on here? Ja, mal gucken, wie so ist. Wie lau. What the fuck? Oh! What the fuck is going on? Artyom, wake up, Artyom. It's me, Khan. Nightmares, eh? No wonder, after all you've been through. Listen, I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact, before you launched the missile strike against them. Khan, how the hell did you get here? Get out, now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that, as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. Khan, I told you to get out! This is a classified base. You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag! I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole in his throat. Ooh.
Okay. Da passiert nicht wirklich was. Ah, okay, das ist nur wieder das. Okay, wenn du dieses Symbol siehst, wurden deine Ziele im Journal aktualisiert. Um dein Journal zu öffnen oder zu schließen, kannst du Select drücken. Drücke L1, um dein Feuerzeug zu benutzen und R1, um dein Journal zu öffnen. Der Kompass kann dir den Weg zeigen. Der Schwarze, Folge kam zu einem Treffen mit Miller. Everything inside was untouched. Привет, Артём. Артём was one of the men who found D6. They gave him a Ranger's badge on the spot. Yeah, that's nice for him. I had to spend 2 years as a cadet before they accepted me into the Order. Well, anyway, where were we? I suppose it's nice down here since they got the reactor working. The lights, the heat. But still, it doesn't feel right. I keep dreaming like, in the metro. It's too damn good, you know? It still feels like every patrol outside the last. Did you hear what happened to Romanov? Come on, you have 5 more sets of 30. Romanov. I thought he was in a hospital from the... Look at those two rookies. Nicht unbedingt leben. Stell's mir nicht gerade schön vor. And Romanov's the only one who makes it. Hello, Artyom. Welcome to the armory. I hear you're a ranger now, huh? We must get a drink sometime to celebrate. For now. Let's get you equipped. So, first things first. You're going to need a gas mask. You can't make a step on the surface without a gas mask. It's been 20 years and the radiation's still strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro, too. Weapons down! Okay. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advance salary for this month. Remember, your pay is in military grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment from merchants anywhere in the metro seems like a smarter move. Okay, halte 3 gedrückt, um das Auswahlmenü für Waffen und Munition aufzurufen. Okay. Halte L2 gedrückt, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. Okay. Haha, alright. Now to the good stuff, huh? Let's get you some guns. Take the ones you want and try them out on my range. Rangers usually carry up to 3 weapons, Artyom, and the choice of those is completely up to you. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht wirklich, was jetzt hier links, Mitte oder rechts ist. Ich geh zum, nimm jetzt mal links. Ah, ach so, okay. Sturmgewehr. MP. Shotgun. Revolver. Was hier? Gewehr. Das ist genau das gleiche. Bastard heißt die. Oh Gott, ich habe die Namen, ich will gar nicht von den Waffen durchgelesen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mit dem Sturmgewehr. Ich bin zwar auch großer Gewehrfan, aber da ich jetzt nicht weiß, wie das Spiel so aufgebaut ist, nehme ich mir jetzt einfach mal hier so ein Sturmgewehr. Okay, gut, gib mir das. Und das. Okay, Reflexvisier.
lieber nicht. Und hier. Der Lauf. Schalldämpfer ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Zielobjekt. Reflexvisier. Was ist denn der Standard? Kim und Korn, oder? Ja, dann nehme ich mal das. Da habe ich bei der Shotgun. Der Lauf. Schalldämpfer für Schrotflinte. Nicht wirklich. Verlängerter Lauf. Macht die Schrotflinte bei mittleren und großen Entfernungen effektiver, da die Streuung des Schrots verringert wird. Das nehme ich. Zielobjekt, Reflexvisier. Okay, wo muss ich jetzt hin? Hallo? Deine Hauptwaffen kannst du wechseln, indem du schnell Dreieck drückst. Shotgun. Okay, Headshot. Kaninchen! Ein Kaninchen. Ah, hier. So. Das war's? Muss ich dann schon wieder drauf drücken? Gut. Dann würde ich sagen, war's das. Ich behalte diese Waffen nun und ich muss die Empfindlichkeit noch höher stellen. Miller's calling the group leaders in. There's going to be a big assembly. Will you please depart where this was I was on duty in the situation room yesterday, so I heard something. It seems like there's all kinds of things stirring up. What do you mean? The Reds are mobilizing. They've recruited old men, schoolboys, sent them off to training camps. I tell you, war is coming. Who are they going to fight? The usual suspects, probably. The Nazis. It reminds me. The sentry stops, I spotted three recon groups of Reich Stokers. Strange. Nazis have never been on scene in such numbers before. Three groups, you said? Where? What else? Two of the squads came close to this place. I wouldn't fuck with any of the sealed doors. The Nazis checked the vents, the cellars, as if they were searching for an entry point. Shit. Think they know we found D6. Okay, gehen wir mal weiter. Maybe. Hey, buddy. So, you're an expert on hell. Pay no attention to this clown, Alex. Open the gates. Have you heard about Lesnitsky? What are you talking about? Check with the guards at the lab. Code 44. What the hell did he do? Opening up! All right, let's go. The tombs of ancient kings were filled with whatever they might need in the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Reminds me of this bunker. Cut that shit out! The things in D6 are like what a conqueror took with him beyond the grave. Cold steel. And wild steeds and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts, or their own greed.
Khan, will you shut up or what? Hey, I heard that Lesnitsky did something. What happened? Nobody knows. Lesnitsky was at the lab. When the next shift came, the door was open and the lab ransacked. Lesnitsky was gone. Shit. So, what's inside? Chemical weapons, maybe some other shit. That's all I heard. God damn it. The Colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If it still happened. All right, let's go. We might control D6, but it's like a damn city down here. All the bunkers, the nooks and crannies and exits. Still, a base the order dreamed of finding. Guy just came back from the recon. They say cancer is strengthening the sentry points along the whole line. Hey, especially the ones who know what the buzz is about. Our men assembled here on this base. Kerman, take these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. All right, go on in. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. Okay. The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. But somehow you, Artyom, have the common wire. The connection with the Dark Ones. Yes, people died at exhibition, your home station. Hunter, the best of the Order, is most likely dead as well. He taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. All right, Artyom, and you, Khan, you have something to report? Yes, Colonel. Let's keep it short, then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Order's ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. I'll send a sniper along. My best. Anna. Yes, sir. Why would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the Order's job. Miller, you can't! It's murder! Restrain him! You idiot! You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan out of here. Artyom, it's your last chance for forgiveness, for getting rid of the nightmares. Ah! Forget about Khan. Looks like he got close, too close to the creature and lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming, and I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. Artyom, if it's true that the Dark Ones can sense me, maybe you could draw it out from hiding so Anna can have a clear shot. But do me a favor. Don't let the Dark One get into your mind, or Anna will have two targets. Is that understood? We now suspect Lesnitsky was a sleeper agent, but we haven't verified who's running him. Your job is to intercept him before he delivers the stolen container. Understood? Yes, sir. If Lesnitsky escapes with the container, the entire metro is at risk. So if you can't take him alive, you damn well better bring me his head. Yes, sir. Dismissed. Okay, so, wo ist jetzt die Alte, die mich hier Kaninchen genannt hat? Ich mag dich nicht.
Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Come on, Rabbit. Would you let those things into the Metro? Let them crawl into our brains so they could use us like animals. Maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation. Shit. You don't shake hands with the devil. Würdest du aufhören, mich Kaninchen zu nennen? Das verletzt meine Gefühle. Alright, hop in like a good little rabbit. Was habe ich gerade gesagt? Well, we've worn this place out. Let's move. Just a year ago, I stood on top of the TV tower and saw missiles rain on the botanical gardens, turning the flesh into ashes, smelting metal and glass. Nobody and nothing could survive that inferno. Yet Khan did find a Dark One there. Now my mission is to find and eliminate it. To finish what I started. In the past, trains were ordinary things, but now, this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things, and their kids will probably think this was built by the gods. All right, we've reached the station. This is part of the secret Metro 2 line. We haven't explored these tunnels. Can't spare the time or manpower, so don't wander off. Ich mag dich immer noch nicht. I'll try to put some juice on the system and get the lights on. Use your flashlights in the meantime. Right, you ready? Let's move. Watch yourself. The doors are closing. Good luck. Yeah, we'll need it. Didn't you and my father take the monorail when you went out to fire the missiles at the Dark One's nest? That's a good sign, Rabbit. Maybe we'll have luck with this mission, too. Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Great. You did fine after all. All clear. Move out. Naja, ich lasse dich immer voraus. All right. The map shows a collector entry point ahead. Was? Ich schon wieder? Move. I'm following. Ich habe keinen Bock immer das Kaninchen zu spielen. Go right. There's a dead end on the left. Something alarmed them. Stay sharp. What the? Shit, that thing's fast. I don't think we'll run into anything serious here. Great, the ladder. It's just a little more walking. Then we'll see if you're rabbit or man. Surface. Put your mask on. With looking at my ass, way out of your reach, Rabbit. Wie kommst du darauf, dass ich auf deinen Arsch gucken wollen würde? Was bist du denn für eine Diva? Schlimm. Give me a hand here. Lecker.
to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. You're supposed to be immune to their... what? Influence? Oh, I don't have your gift. So hop along, Black. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the Dark Ones are so fond of you, it'll sense you, or smell you, or whatever the fuck they do, and come from hiding. Just try to stay in the open so I can cover you. We'll maintain radio contact. And if you have second thoughts, don't worry. I'll do it. Okay then. Good luck. Ja, danke. Okay. Wow. I'm in position. Something's still burning where the nest was. That's some fine wasteland. You guys sure did a good job here. Some kind of movement. Get ready. On the right. I'm working on them. Don't answer our questions. They're watching. Du arbeitest dran. That helm was bad luck. Get ready for more. Another three. Let's do it. One more. Look, there's more in the reach. Schiff, Schiff, wo ist ein Schiff? Oh, buddy, 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 buddy. Looks like we pretty much cleaned the place. How are you? Hey, you are. Ja, ja, danke. Hey, Artyom. You're doing a decent job. Maybe you're more than a rabbit after all. Ah, danke schön. Something at the edge of the crater. A tree's blocking my view. Okay, go left. There's a way around. Bin also mehr als ein kleines Häschen. I think I see it. About 30 meters from your position. Full clock. What's keeping you? Come on! Das sieht aus wie E.T. Ja. Oh, was ist denn das? Da ist er. Kleiner. Ey, komm schon, Mann. Das sieht aus wie E.T. Wieso willst du den töten? E.T. Hey. Okay, so kommt.
The creature I met in the burnt-out remains of the gardens looks like a Dark One. And it was able to enter my mind, dragging the innermost out of me. But it was also just a baby. And I am sure that it recognized me and got scared. It also left me knocked out for some time. Just enough for me to get captured. Okay, und hier werde ich jetzt einen Cut machen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt erst noch hier der Anfang gewesen, also so viel ist noch nicht passiert. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao! We'll be right back.